Ja, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Wetter. Wieder in der gewohnten Umgebung, super clean aufgeräumt. Ah, hi, ich bin wieder in Köln, tatsächlich. Wir machen heute was richtig Geiles und zwar dachte ich mir, hey, ich habe ein Video gemacht, in dem ich versucht habe, möglichst schnell tippen zu lernen mit 10-Finger-System. Und letztens bin ich auf die Idee gekommen, dass ich ja am Handy auch eigentlich relativ schnell tippe und das Gefühl habe, dass ich da fast genauso schnell bin. Und das werde ich jetzt rausfinden, wie schnell genau ich am Handy denn tippen kann im Vergleich zum PC. Allerdings muss ich dafür natürlich erstmal nochmal einen aktuellen Stand aufnehmen, wie gut ich jetzt mittlerweile am PC bin. In meinem Selbstexperiment dazu habe ich ja quasi 470 Anschläge pro Minute geschafft. Das ist jetzt die Frage, ob ich das immer noch kann. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich befürchte, dass ich ein bisschen schlechter geworden bin. Oh nee, ein Ausrufezeichen, Alter. Anführung. Ja, genau. Nein. Also sehen Sie wirklich, Fingersystem ist schon ein bisschen wieder eingerostet, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur 323 Anschläge pro Minute. Ich war jetzt nicht mega clean. Ich habe jetzt weder das 10-Finger-System benutzt, noch mein schlampiges altes System. Ich bin einfach ein bisschen raus. Ich probiere es jetzt nochmal komplett clean mit 10-Finger-System. Okay, und let's go. Schwierig ist, wenn man einmal einen Fehler macht, dann kommt man komplett raus. Also auch wenn man einmal quasi nicht das 10-Finger-System benutzt, sondern sein altes, dann ist es unfassbar schwierig, wieder reinzukommen. Und es kostet natürlich Zeit. Ja, noch schlechter, Alter. 281 Anschläge pro Minute mit 10-Finger-System. Und jetzt, bevor es ans Handy geht, nochmal ganz kurz als Vergleichswert meine normale alte Schriftweise ohne 10-Finger-System. Okay. 450 tatsächlich, 450. Nicht ganz so schnell, wie ich es mal mit dem 10-Finger-System geschafft hatte, als es noch vor ungefähr 2 Wochen geübt war. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal rüber zum Handy und schauen mal, ob ich da annähernd so schnell bin. Nochmal kurz zum Vergleich, ein ganz normaler 10-Finger-Schreiber schafft so zwischen 200 und 400 Anschlägen pro Minute. Also am PC wohlgemerkt und jetzt bin ich mal gespannt. So, ich habe jetzt mein Handy mal hier hingespiegelt. Hätte ich jetzt Bock gehabt, Geld auszugeben, hätte ich das Wasserzeichen hier auch noch entfernt. Jetzt ist es halt da ein Wasserzeichen. Also, das Leben ist hart. Schreibtraining starten. Okay, also es geht jetzt gleich los. Bin komplett gespannt. Gar kein Plan. Let's go. Mal schauen. Nein, Schmetterlingen. Herr Lief sah schon am Morgen müde aus. Beim Versteckspiel schlief er regelmäßig. Nein, schaffe es erst. Wo ist es? Schaffe es. Bruder. Hier. Ah. Ja, alles vorbei. Okay. 313. Hey, das ist not bad. Also, es ist nicht so schnell, wie ich am PC bin, aber es ist definitiv schnell. Also, es ist so schnell tatsächlich, wie der durchschnittliche 10-Fingerschreiber am PC ist, zwischen 200 und 400. Wild. Und das war jetzt Hochformat, ja? Vielleicht bin ich im Querformat noch faster. Okay, schauen wir mal, wie schnell das ist. Übrigens dasselbe Text. Ich habe den schon 1000 Mal geschrieben. Natürlich, wenn ich jetzt einen seriösen Benchmark machen würde, dann würde ich jetzt einen neuen Text nehmen. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall den Text nochmal nehmen, weil dann haben wir auf jeden Fall den gleichen. Und dann ist es natürlich repräsentativ. So, weiter geht's. Querformat. Megaspeed jetzt. Hoffentlich. Ich weiß gar nicht, bin ich Querformat schneller oder Hochformat? Mal schauen. Krass. Ich glaube, ich bin langsamer. Dachte ich, ich wäre schneller. Beim Versteckspiel. Ich glaube, es wird gar nichts. Schlief. Regelmäßig in 265 nur. Nicht über 300 wie vorhin. Also ich bin auf jeden Fall im Hochformat deutlich, deutlich besser. Das ist ja wild. Ich glaube, ich frage mal die Sophie, wie gut die ist. So, hi Sophie. Hallo Thomas. Gut, der kleine Bär. Das ist genau der Text, den ich auch gemacht habe. Wir machen mal 1 Minute Zeitlimit. Bist du Hochformat oder Querformat? Hochformat. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Querformat getippt habe. Also. Ja, ist ja gut. Ach, jetzt muss ich ja noch groß schreiben, ne? Ja. Shit. Ist halt natürlich die Frage, ob das jetzt gut ist, hier besser zu sein oder nicht, ne? Wer mehr am Handy suchtet. Na! Da wird dann auf jeden Fall derjenige geoutet, würde ich sagen. Enter, oh mein Gott. Okay, 228 Anschläge, da haben wir es. Ja, ich habe auch zwischendurch echt übel verkackt. Okay, ich versuche Nummer 2. Versuch Nummer 2. Mal sehen, ob ich mich nochmal drauf vertippe. Wie manchmal ich dem nicht. Mann, ey! Und 15 Sekunden noch. Mach ich hier Stress? Ja. Okay, 10. 9. Das war noch schlechter als vorher. Ich habe mich noch öfter vertippt als vorher. Beim gleichen Text. Ich vertippe mich so oft und ich gebe einfach einen Fick. Autokorrektur ist das Beste, True. Was es jemals gab. Und das ist halt der Unterschied hier, weil du hast halt, also man vertippt sich halt andauernd. Ich finde, das ist tatsächlich gar nicht so. True. Ja, also das Problem ist, das ist auch ganz interessant, weil du hast ja hier keine Autokorrektur, ne? Ja. Und ich benutze die auch nicht bei meinem Handy. Also ich habe die deaktiviert. Also macht ja Sinn, dass ich dann. Ich von dir auch immer so viele Tippfehler. Richtig. Also eigentlich müsste man den gleichen Text immer auf WhatsApp so abschreiben und schauen, wer zuerst fertig ist, ne? Das ist mal ein Thema für ein anderes Video, würde ich behaupten. Die Sophie macht auch super geile Videos zum Thema Essen.
Essen. Auch zum Thema Essen ist die Bestellung, die gerade da hinten liegt. Sophie hat gerade Essen bestellt. In diesem Sinne, schau mal, Sophie vorbei. 313 Anschläge habe ich. Was echt krass ist. Finde ich nice. Tschüss.